Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, im letzten Part haben wir den Feuerdrachen besiegt und ich möchte auch gleich Garund Bescheid geben. Hey du, wir haben gute Nachrichten für dich. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten Sie sich zurück. Hervorragend. Schritt Nummer 2. Wir laden sofort das Auge Innos wieder auf und machen uns dann auf den Weg zum vierten und letzten Drachen und Übeltäter. Ich hoffe auch sehr, dass wir ihn besiegen können. Ich kann noch 2 Golems rufen. Das müsste hoffentlich reichen, dass wir den Zipfelklatscher da... ja, das Fürchten lernen können. Daram, dara, daram. So, alchemitisch. Das Auge Innos aufladen, bitte. Sehr schön. Das Auge pulsiert voller Energie. So haben wir es gern. Passt. Hui. Ja, alter Schwede. Was war denn das gerade für ein Sprung? Irgendwie leckt es gerade schon wieder. Das ist wieder wegen der Klaue, ne? Moment mal, ich muss mal aus der Burg hier laufen, was uns da... Sind die Leute mir beleidigt, wenn ich hier die Waffe ziehe? So, habe ich da noch irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, dann werden wir auch sofortigst einen Sprinttrank zu uns nehmen, um Zeit zu sparen. Denn ich möchte... einen bestimmten Weg beschreiten, in der Hoffnung, dass wir noch einige Erfahrungspunkte mitnehmen können, in Form von, was weiß ich, Orks klatschen oder so. Und ja, den Weg hier kennen wir ja eigentlich schon. Ich weiß, ich hätte ihn vielleicht sogar schneiden können, aber scheiß der Hund drauf. So. Laufen, 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 laufen. Tralila, tralila. Ja, die Geschichte mit Hoshpak, ne? Der Ork, der da über uns residiert quasi. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Kerl anstellen soll. Ich will nicht. Ich will nicht, ich weiß noch, ich habe damals, habe ich ihn getötet, bevor ich Urshak wieder getroffen habe. Und als ich ihm erzählt habe, dass der Kerl gestorben ist, hat Urshak mir, ja, die Freundschaft gekündigt. Und das hat mir persönlich sehr, sehr weh getan im Herzen. Ja, das muss ich schon so sagen. Hallo, ein Varan bitte. Einer. Ein einziger, bitte. Hallo. Mann. Nicht 3, nicht 4, ich hätte nur gern einen, bitte. Passt. Will ein Stückchen weglaufen. So, das müsste reichen. Komm her, du Zipfelklatscher. Bam, tschak, brack. Bam, tschak, brack. Komm her, saufig. Katschanga. Bam, zack, brack. Boom, Katschanga. Komm her, lass dich verhauen. Jawohl. Sehr gut. Der nächste Varan. Komm her. Kackbratzenviech. Komm da her. Ich mach dich kalt. Du kannst eine Abkühlung gebrauchen. Bäm. Schau nicht so blöd. Und lass dich umhauen. Geht ja. Sehr gut. Dann speichere ich mal sicherheitshalber. So, hier hin. Und der letzte. Komm her, du Arschkopf. Katschanga, komm, geht schon. Nochmal. Jawohl. Perfekt. Sehr schön. Und weiter geht's. Und zwar hier rüber. Schau, jetzt ist der Wag wieder da. Der vorher entschwunden war. Komm her, du Trottel. Bäm, zack, brack. Jawohl, ja. Jetzt gibt es natürlich mehrere Wege, um an unser Ziel zu kommen. Ja, zum einen können wir eine Abkürzung gleich wählen.
Aber wie gesagt, ich möchte gerne wieder Erfahrungspunkte einkassieren. Ich möchte ja sowieso, so gut wenn es geht, so gut es geht, alle Viecher klatschen und mitnehmen, die uns über den Weg laufen, beziehungsweise die existieren. Ich hoffe, es möge mir gelingen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Nein, das war der falsche. So. Würdest du die Waffe ziehen? Danke. Du bist der Beste. So. Nochmal schnell speichern. Ich muss mal kurz mich verrücken. So ein Stück. So. Jetzt geht's leichter. Da unten die beiden, genau, die drei Orks, die müssen leider auch das Zeitliche segnen. Kommt her, ihr Deppen. Also das war halt so. Katschanga. Das sind vier. Wartet. Das sind vier, das habe ich jetzt nicht bedacht. Wartet. Bitte kein Ladebug. Brav. Schnell umrüsten. Wir brauchen jetzt ja keinen Feuerschutz mehr. Jetzt ziehen wir wieder alles an, was Waffenschutz bietet. Mana, Schutz vor Waffen, Krieger-Amulett, weg und weg. Krieger, wo sind sie? Heiler, Priester, Krieger einmal, Krieger zweimal und unten der Gürtel. Der kommt auch wieder weg und wird hier genommen. Passt. Jetzt müsste es passen, entschuldigt bitte. Schnell speichern. Und geht schon. Jetzt aber. Ah, da haben wir noch ein paar Pilze, die können wir auch einsammeln. Aber wie gesagt, ich will die nicht stehen lassen. Bäm, zack, brack. Komm's noch. Komm, Katschanga. Komm, mach Katschanga. Geht ja. Katschanga. Geh mal aus dem Weg. Mann, ey. Wir sterben, Ork. Der erste ist weg. Der zweite ist weg. Der dritte ist gleich weg. Und der vierte ist auch gleich weg. Perfekto. Entschuldigung für den Lärm, aber das musste mal kurz sein. So umgerotzt, wenn man bedenkt, ne? Ist das davon ein Wolf? Tatsächlich ein Wölfchen. Oh, wie niedlich. Einmal kein Warg. So schön ausluden. Passt. Dann gehen wir uns den Wolf da unten noch holen. Ist ja niedlich. Aha, da sehe ich ein paar Tränke. Komm nur her. Bäm, zack, brack. Und erledigt. Her mit deinem Fell. Dann haben wir hier eine Truhe. Sofort speichern. So. Und dann. Ach, verdammt. Jawohl, so. Da haben wir einen Gletscherquarz, ein bisschen Gold und einen Fisch. Super, das hat sich prima ausgezahlt. Muss man echt sagen. Kann man nur loben. Passt, die Heilpflanzen nehmen wir mit. Dann ist hier schon mal sauber. Der Saubär ist daheim. So. Hier auch noch die Tränkchen mitgenommen. Perfekto. Passt. Und dann hatschen wir weiter. Wie gesagt, wir können da dann eine Abkürzung schon wählen zum Eisdrachen hin. Ich würde mir aber gerne noch was anderes anschauen. So, nein, da ist noch nicht die Abkürzung. Ich wollte nur was glubschen, was betrachten. Irgendwie schaut es aus, als ob da jemand sitzen würde. Nö, das war ein Baumstumpf. Aha, lol, da ist gar nichts gespawnt. Ich habe hier jetzt mit einer kleinen Ork-Armee gerechnet. Das scheint nichts mehr zu sein. Wir haben ja mit Diego und diesem Bilgot-Typi, ich glaube Bilgot hieß der, aus der Schürfstelle. Sind das Racer oder Drachenschnappis? Ich glaube Drachenschnappis, ne? Ah, wir haben schon neue Opfer gefunden. Hervorragend. Komm her, Schnappi.
Komm her, Schnappi. Schnappi. Passt, kommt schon. Das sind halt so Sachen, ne, die lasse ich ungern übrig. Ich weiß, wir könnten uns vorbeischleichen und bibabo, aber ihr merkt ja selber, wie sakrisch viel Erfahrungspunkte die Viecher geben. Und das wäre echt schade, wenn wir die nicht mitnehmen würden. So. Aber ich muss jetzt mal mich heilen tun. So, ein bisschen trinken, Bröstlichen, auf euer Wohl, wie immer. So, die Waffe zücken. Mit ein bisschen Glück brauche ich jetzt nicht mehr trinken, bis wir die beiden hier besiegt haben. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Komm her, du Saufich. Immer ein Stück zurückgehen, damit man nicht die anderen pullt. Denn sonst ist man gleich mal Drachensnapperfutter. Wie wir schon so oft geändert sind. Katschanga, jawohl. Bissl, Blanki, Bloing, Katschanga, Ching, Chang, Changa. Komm, du Saufich. Geht ja. Und erledigt. Sehr schön. Und da oben die Nummer 3. Der kommt auch mit. Komm näher, du Schlaffi. Darüber wird es dann zu einer Abkürzung gehen. Katschanga, wow. Zweimal, dreimal Blitz und ich glaube, wir haben nicht mal Schaden bekommen. Sehr fein. Ey, das könnte immer so sein. So, schön gespeichert. Da vorne liegt eine Steintafel. Nein, eine Spruchrolle. Eine Spruchrolle. Spruchrolle. Jetzt ist die Frage, gibt es hier Untote? Ich sollte vielleicht was trinken. So, jetzt haben wir bald nichts mehr zum Saufen, ey. Alles verbraten. Ja, bevor Schimmeln anfängt, ne, weg damit. So. Dann schauen wir mal, was es hier denn noch so Schönes gibt. Da muss ich mal auf das Urli klupschen. Ah, haben wir noch Zeit. Ist nix Stress noch. Nix Stress. Weil früher waren hier nämlich Untote. Und ich habe keine Ahnung, was es jetzt hier gibt. Außer unheimliche Geräusche. Ja, ja, da ist schon so ein Skelettrottel. Komm her, sauf ich. Kerl. Komm, Katschanga. Jawohl. Wow, 300 Punkte, sehr schön. Und ein Knochen. Genau das, was wir brauchen. Ja, das heißt, Skelette sind für uns jetzt auch kein Problemchen mehr. Das ist sehr gut, denn wir haben ja einige Grufte, die wir da noch ausheben könnten. Moment. Ist da oben Koranga? Ich glaube, da oben ist Koranga. Was macht denn der hier? Ich hatsch mal rauf zu ihm. Ach so. Ach so, ja, natürlich, sein Amulett, ne? Warte, das Skelett hängt da vorne. Ah, das sind zwei. Ich hoffe, wir können die besiegen. Normal schon. Katschanga. Katschanga, jawohl. Bäm, zack, brack, boom, gesch, boom, chepper, bäm, bang, boing. Katschanga, jawohl. Her mit den zwei Händern und euren Knochen. Da ist nichts zu holen. Da nichts ist nichts zu holen. Nichts, rostiger Zweihänder, her damit. Passt. Der Weg hier ist sauber. Genau dem Kerl wollten wir helfen. Das können wir heute, das können wir ruhig machen. Ich glaube, das können wir machen. Hallo, hey. Anga. Stimmt irgendwas nicht? Stimmt irgendwas nicht? Hörst du das? Ich habe noch nie in meinem Leben so ein fürchterliches Geräusch gehört. Was meinst du? Ich höre nichts. Die ganze Umgebung hier stinkt nach Tod und Verderben. Die verfaulten Kreaturen bewachen den Felseneingang zur Gruft da vorne. Etwas Grauenvolles verbirgt sich darin und schickt seine Schergen an die Oberfläche dieser Welt. Ich bin mir fast sicher, dass mir mein Amulett hier irgendwo abhanden gekommen ist. Ja. Und hast du mit den Drachenjägern gesprochen? Hast du mit den Drachenjägern gesprochen? Ja, aber ich hatte eine Gemeinschaft erwartet, wie sie bei uns im Sumpflager üblich war.
Die Jungs sind nichts anderes als ein wild zusammengewürfelter Haufen von Idioten. Nichts für mich. Und was verbirgt sich in der Höhle dort? Was verbirgt sich in der Felsenhöhle? Irgendetwas lässt mich nicht an diesen Felseingang heran. Er wird von einer magischen Kreatur bewacht. Ich habe es nachts die Gegend absuchen sehen. Ein abscheuliches Wesen. Es schwebt zwischen den Bäumen hin und her. Und man hat den Eindruck, dass es alles Leben in seiner Umgebung aufsaugt wie ein Schwamm. Super. Lass uns zusammengehen. Lass uns zusammengehen. Ich werde es versuchen. Aber sieh dich vor. Ja, ich fürchte schon mal Schlimmeres, ne? Warte, war da noch was? Ich will den Trank haben. Danke. Na, servus, Kaiser. Schau mal, ob es überhaupt geht, ne? Ich mach da kurz einen Reservespielstand da unten. So. Für den Fall, also eine Speicherung, ne? Für den Fall, dass wir hier gleich richtig schier verhauen werden. Alter! Kriegt euch wieder ein! Ich meine, wir waren da schon einmal drin mit Milton damals. So. Das Skelett ist erledigt. Ah, ein Skelettmagier. Komm, gestorben. Jawohl. Der ist hin. Der Skelettmagier muss weg. Wow. Wow, der hat aber ordentlich einen jetzt aufs Maul bekommen. Hallo, willst du den Skelettmagier bitte verhauen? Komm, Kinshanka, jawohl. Skelett muss weg. Moment. Anger ist gestorben. Bast und laden. Gott sei Dank habe ich einen Reservespielstand gemacht. Das heißt, ich muss mehr Gas geben. Wobei, viel Schaden machen die Biester ja nicht wirklich, ne? Komm schon, Anger. Ja, ja, so einen Lärm machen, ne? Grüß euch, Servus, ja, vom BD höchstpersönlich und so. Gescheißen Dreck. Ich hätte auf Anger warten sollen. Jetzt komm! Lass mich wieder frei! Jetzt da, komm! Boah, ich hasse Eis. Das war's? Ich steck fest. Ja, das war's. Er hat alle geplättet und wir haben die Erfahrungspunkte bekommen. Schön. Hoffentlich ist das nicht auch seiner, der schimpft. Nur Tod und Verderben. Ich muss hier weg. Ja, aber warte mal. Also so unsterblich, sage ich mal, wie früher sind die alle nicht mehr, ne? Da, Angas magisches Amulett. Perfekt. Alchemietisch brauche ich eigentlich jetzt nicht. Warte mal. Aber da auf der Seite war ein Trank. Hier ist was. Und das ist aber auch neu, dass es hier eine Einrichtung gibt. Früher war das einfach nur eine Höhle, wo man den Fokusstein finden konnte. Steht hier irgendwas Interessantes? Nein. Tut nicht. Was haben wir hier? Laborwasserflasche. Was haben wir da? Eine Truhe. Ja. So, Sesam, öffne dich. Mit einem Gehstock. Wunderbar. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Goldene Schale und einmal Kohle. Da ist, oh, da ist auch nochmal eine Truhe. Ich werde auch gleich speichern. Das lief nämlich super. So. Wow, wird einmal geschafft. Für 5 Goldstücke. Sehr schön. Den Trank nehmen wir auch mit. Es ist halt echt, ne? Steht hier was Brauchbares? Nein. Gut. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zum Holen. Der hat nur mehr einen Knochen. Nicht, da ist nichts zu holen. Das müsste eigentlich jetzt passen. Gut, dann hatschen wir mal raus. Geben Anga sein Amulett und machen uns dann weiter. Nein, wir machen uns heute dann nicht mehr weiter auf die Suche nach dem nächsten Drachen. Was ist das? Ja, ja, macht's jetzt so einen Krawall. Du, ich hab was für dich. Schau mal. Ich hab dein Amulett gefunden. Danke.
Ich dachte schon, ich würde es nie wieder sehen. Alter, ist das laut. Was machst du nun? Was machst du jetzt? Was hast du nun vor? Nichts mehr raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Leb wohl. Würde mich freuen. Ich habe gesehen, da hinten oben... Alter, so ein Krawall. Da hinten oben gibt es noch zwei Skelette, die möchte ich mir noch gerne schnappen. Und dann beendet man den Part hier. Alter, so ein Lärm. Ah, das sind sogar drei. Komm, Katschanga. Und Katschanga. Mach schon. Na, jawohl. Passt. Ja, mit dem Zweihänder. Boah, so ein Lärm machen, ne? Kommt her, ihr Scheißer. Du auch, gestorben, du Knochen-Maxi. Perfekt. Moment. Steht etwa ein Suchender? Moment, Moment. Da steht gerade ein Suchender. Wartet mal, das mache ich noch. Also das will ich mir jetzt anschauen. Ich sauf mal ein bisschen was. Das müsste reichen, hoffentlich. Ist da doch tatsächlich ein Suchender? Jetzt wird's noch spannend bis zum Schluss. Da ist er. Ich glaube, ich spinne. Volle Hütte. Ich sterbe, du Bastard. Ja, der letzte Suchende quasi, oder wie auch immer. Naja. Ja, war jetzt kein Problem für uns. Wir sind ja OP, bitte. Eine Rune und ein Stängel Sumpfkraut. Bitte, was für eine Rune haben wir jetzt bekommen? Bitte irgendwas, was wir nutzen können. Feuerpfeil, Eispfeil. Das dürfte die Eispfeil-Ding gewesen sein, die da. Schade, schade, schade. Da braucht man ebenfalls einen Kreis und dann kriegt man nur als Magier. Blöd gelaufen. Naja, egal. Trotzdem, ich muss sagen, das war ein sehr erfolgreicher Part aus meiner Sicht. Ich finde, wir haben viel geschafft wieder mal für die 20 Minuten, die wir so haben. Ja gut, jetzt war es heute ein bisschen mehr, aber ich finde trotzdem, das war super. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten. Somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!